Russland hat neue Absatzmärkte und Wege für sein Rohöl gefunden. Mit dem Krieg in der Ukraine folgten westliche Sanktionen, auch von der Europäischen Union, gegen Moskau. Das Land mit den weltweit zweitgrößten Rohölexporten will seine heiße Ware dennoch auf den Weltmarkt bringen und hat sich umstrukturiert. Offensichtlich transportiert eine Schattenflotte im Verborgenen das Öl in alle Welt. Das flüssige Gold wird mit ausgemusterten Schiffen aufs Meer gebracht und dort auf andere Schiffe umgeladen. So bleibt Russland am Markt. Das geheime Geschäft haben die ZDF-Investigativjournalisten Arndt Ginzel und Hanna Freitag beobachtet. Und ich freue mich, dass Arndt Ginzel Zeit gefunden hat. Er ist uns jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie sind Sie auf diese Geschichte eigentlich aufmerksam geworden? Naja, im vergangenen Jahr waren wir in Griechenland unterwegs an der Küste und Ausgangspunkt war der, wir haben halt uns dafür interessiert, wie wird das russische Öl, nachdem es sozusagen mit Sanktionen belegt wurde, an die Bestimmungsorte gebracht? Wer transportiert das Öl? Und sind bei der Suche auf eine Bucht gestoßen, auf den Golf von Kalamata, und haben dort beobachtet, dass dort von einem Schiff zu einem anderen Schiff Öl transferiert wird. Und man kann ja auf den einschlägigen Schiffstracking-Apps kann man ja beobachten, die Schiffsbewegung, wo fahren die Schiffe hin, wo kommen sie her und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, wahnsinnig viele Schiffe, die dort in Griechenland gelandet sind, sind in der Ostsee gestartet. Und dem sind wir einfach weiter gefolgt. Wir wollten wissen, was hat es damit auf sich? Und die Spuren führten dann eben in die Ölhäfen, in die russischen Ölhäfen Ust-Luga und Primorsk. Und dort haben wir eben beobachtet, dass im internationalen Gewässer vor Estland sehr viele dieser Tanker warten, um in diese Häfen einzufahren. Und das war Ausgangspunkt unserer Recherche. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal die Sanktionen klarziehen. Russland umgeht ja das westliche Embargo. Das besagt, dass alle teilnehmenden Staaten kein russisches Öl mehr kaufen dürfen. Ausnahmen gibt es für Öl, das durch Pipelines an die osteuropäischen Länder geliefert wird, die das dringend brauchen. Und es gibt auch offensichtlich einen Ölpreisdeckel. Also westliche Firmen dürfen nicht an Lieferungen an Drittstaaten beteiligt sein, wenn pro Barrel mehr als 60 US-Dollar gezahlt werden. Ja, also das ist offensichtlich der Grund, dass Russland irgendwie versucht, dennoch sein Öl zu verkaufen. Wie bringt es nun ganz konkret das Öl an die Abnehmer? Naja, im Laufe dieses Kriegsjahres war es ja nun dann so, dass Russland nicht nur neue Abnehmer für sein Öl finden musste, das Land hat es ja auch gefunden in Indien, in China unter anderem, sondern es haben sich auch die Transportwege verändert. Das heißt, Öl musste plötzlich sehr lange Wege über das Meer an die Bestimmungsorte transportiert werden. Gleichzeitig fielen Teile der europäischen Reedereien weg, der westlichen Reedereien weg, weil sie eben aufgrund dieses Ölpreisdeckels nicht mehr in der Lage waren, dieses Öl zu fahren. Das andere ist natürlich auch immer ein Reputationsverlust, was ich als Reeder riskiere, wenn ich weiterhin sanktioniertes Öl fahre oder dass ich selber mit Sanktionen belegt werde. Und deshalb hat Russland im Laufe der Zeit, das ging dann relativ schnell los, eine Art Schattenflotte aufzubauen. So wird das genannt. Also das sind Schiffe, die quasi erstmal als Ersatz gedacht waren für die ursprüngliche Tankerflotte, die quasi dieses Öl gefahren hat. Und da hat Russland im Wesentlichen Zugriff auf Tanker, die schon in der Vergangenheit dadurch bekannt geworden sind, dass sie an Sanktionsbrüchen beteiligt waren, mit Blick auf den Iran, auf Venezuela. Und zum anderen sind ganz einfach andere Reedereien aus anderen Gebieten dieser Welt in diese Bresche gesprungen und fahren eben seitdem dieses Öl über die Weltmeere. Und alles in allem spricht man dort von einer Schattenflotte. Da kommt der Begriff her. Es gibt noch andere Spezifika, dass diese Schiffe auch an sogenannten Ship-to-Ship-Transfers beteiligt sind. Das heißt,
Dort wird Öl offshore auf dem Meer quasi von einem Schiff zum anderen gepumpt, damit man einfach die Herkunft dieses Öles verschleiert. Oder dass diese Schiffe eben an Operationen teilnehmen, die ja schlicht und ergreifend illegal sind. Das können auch solche Ship-to-Ship-Transfers sein. Und alles in allem spricht man dort eben von einer Schattenflotte. Da komme ich gleich noch mal konkreter darauf zu sprechen. Ich muss das jetzt noch mal festhalten. Also diese Schattenflotte nutzt Russland, weil man ganz klar keine eigene Flotte hat, die diesen ganzen Bedarf abdecken kann. Lässt sich denn etwa sagen, wie viel Prozent des russischen Öls jetzt sozusagen per Tanker verschifft werden muss, was vielleicht früher durch Pipelines auch an die Abnehmerländer in Europa kam? Das ist für mich wirklich sehr schwer zu beziffern. Also ich habe dazu keine Zahlen, um das wirklich in Zahlen auszudrücken. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass im Prinzip der gesamte europäische Markt, schon alleine wenn man sich das ansieht, weggebrochen ist, von Ausnahmen abgesehen, dann hat man zumindest eine Vorstellung, was jetzt quasi über die Meere mit Schiffen transportiert werden muss, was für Mengen das sind. Aber in Zahlen ist das für mich zumindest schwer auszudrücken. Ich meine, ich frage jetzt trotzdem noch mal nach der Zahl, wie viele Schattentanker gibt es? Also weiß man, hat man dazu irgendeine Zahl und weiß man auch, woher die möglicherweise kommen? Also Sie haben es ja vorhin schon ein Stück weit Ja. erwähnt, aber fahren die dann unter falscher Flagge oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Schiffe fahren nicht unter falscher Flagge, sondern das sind, es gibt eine sehr interessante Studie, auf die wir uns da auch beziehen. Das ist ein Analystenunternehmen Windward aus Israel, die sich genau mit diesen Schiffsdaten eben beschäftigt hat. Und die unterscheiden zwischen dunkler und grauer Flotte. Dunkle Flotte, das sind die schon erwähnten Schiffe, die bereits in der Vergangenheit bekannt waren, dass sie eben an Sanktionsbrüchen beteiligt waren. Und da hat Windward sind die, glaube ich, auf etwa 1000 Schiffe, auf etwa 1000 Tanker gestoßen, die bereits in der Vergangenheit schlicht und ergreifend für andere Länder, die mit Sanktionen belegt waren, sanktioniertes Öl quasi gefahren haben. Und dann kommen noch mal etwa 900 bis 1000 Schiffe dazu, die letztlich ersetzt werden mussten, die schon in der Vergangenheit russisches Öl gefahren haben. Und da kommt man so in etwa auf 2000 Schiffe, die zu dieser Schattenflotte gehören. Nun sind das ja nicht unbedingt die modernsten Schiffe, also die stellen ja auch eine Gefahr, ein Risiko dar. Kontrolliert irgendjemand diese Tanker auf Fahrtüchtigkeit oder auf Sicherheit? Also es gibt Datenbanken im Netz, wo man sich dann Bild davon machen kann. Und das in der Tat ist das ein Problem, auf das wir da eben auch gestoßen sind, dass viele Schiffe teilweise weit über 20 Jahre alt sind und dass die teilweise 4, 5 Jahre keiner Inspektion mehr unterzogen wurden. Das ist tatsächlich ein Problem, weil die natürlich auch in europäische Häfen nicht mehr anlaufen können. Die fahren häufig unter Flaggen, unter sogenannten Billigflaggen. Das sind Staaten, in denen die registriert sind, in denen eben die Kontrollen extrem lax sind. Und das sehen Sie auch eben in diesen Datenbanken, dass die Schiffe teilweise 3, 4 Jahre, 5 Jahre keiner Inspektion mehr unterzogen wurden. Und wir sprechen eben hier über Tanker. Sie selbst haben ja diese Ship-to-Ship-Transfers beobachtet. Das ist ja eine nicht ganz ungefährliche Geschichte. Was haben Sie da erlebt? Also Ausgangspunkt war, man kann das ja immer auf diesen oder Schiffsverfolgungsdatenbanken sehen, dass da was Komisches passiert. Man sieht die Symbole von zwei Schiffen, die nebeneinander liegen. Und jetzt könnte man sagen, ja, klar, das ist ein Ship-to-Ship oder die machen da irgendwas. Aber was die dort wirklich unternehmen, was dort wirklich passiert, kann man eben auf diesen in diesen Datenbanken nicht sehen, auf diesen Karten nicht sehen. Und haben uns Experten gesagt, dass die einzige Möglichkeit, das nachzuweisen oder überhaupt rauszubekommen, was dort passiert, ist hinzufahren. Schlicht und ergreifend, weil man dann sicher sagen kann, da gibt es Schläuche, die von einem Schiff zum anderen verlaufen. Man kann sich heutzutage auch mit Drohnenbild und einen Eindruck vermitteln. Und
so haben wir eben gesagt, okay, wir versuchen das im Golf im Lakonischen Golf in Griechenland, sehen uns das an und fahren mit dem Boot raus und ja, sehen einfach mal, ob das so zutrifft, ob das wirklich stattfindet. Und ich war dann schon ziemlich erstaunt. Also mein Eindruck war, dass wir vor Ort deutlich mehr STS wahrgenommen haben als die Zahl der STS, die wir auf Karten gesehen haben. Also eine logische Erklärung könnte sein, weil es sehr häufig vorkommt, dass die Schiffe dann ihre Kommunikationssysteme abschalten, um natürlich nicht dabei beobachtet zu werden, während die diese Ship-to-Ship-Transfers machen, dass die tatsächliche Zahl, die wir vor Ort beobachten konnten, deutlich höher war als die, die ich vorher auf der Karte gesehen habe. Als jetzt besonders gefährlich habe ich hatte ich jetzt die Situation dort nicht erlebt. Es war spannend für uns, das vor Ort wahrzunehmen und wirklich nachweisen zu können, dass das dort stattfindet. Spannend fand ich, dass vor allen Dingen griechische Unternehmen an diesen STS-Operationen verdienen. Die liefern nämlich die Infrastruktur, die fahren raus, liefern die Fender, das sind schwarze Ballons, die zwischen die Schiffe gelegt werden. Und die liefern teilweise auch das gesamte STS-Equipment, also inklusive die Schläuche, und verdienen dort ja, an diesen Ship-to-Ship-Transfers, an dem Verschleiern des russischen Öls. Und das fand ich schon sehr interessant und spannend. Ja, zumal ja auch Griechenland die Sanktionen gegen Russland mit beschlossen hat, ne? Aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Sie selbst Genau. fahren, das hat man auch in Ihren Filmaufnahmen gesehen, ja sehr dicht an die Tanker heran. Sie sagen selbst, Sie haben da keine Angst. Aber in der Ostsee, da tauchte vor Ort dann auch bei Ihren Recherchen ein U-Boot und ein Kriegsschiff, ein russisches, auf. Da jetzt mal Hand aufs Herz, da geht einem doch schon der Puls ein bisschen schneller, oder? Ja, das ist schon, wenn man das noch nicht gesehen hat, ist das schon eine Überraschung, wenn die da plötzlich ja, Auftauchen. Flagge zeigen oder ja, das ist schon für einen Moment erstmal so, dass man dann überlegt, wie geht es jetzt weiter? Und wir haben uns allerdings schon sicher gefühlt, weil gerade auf der Ostsee hatten wir der estnischen Küstenwache auch gesagt, dass wir draußen sind, beziehungsweise unser Skipper hatte denen das auch mitgeteilt. Aber es ist schon überraschend. Wenn man das noch nie gesehen hat, muss man dann schon erstmal überlegen, ne, was das jetzt zu bedeuten hat. Sie sprechen von STS, also Ship-to-Ship-Transfer. Wenn das Öl jetzt von einem Tanker auf den anderen gepumpt sind, das haben Sie ja offensichtlich auch gesehen, ist ja die Frage, wo es dann hinkommt und lässt sich eigentlich nachvollziehen, dass das Rohöl dann auch aus Russland stammt. Also könnte man diesen Weg verfolgen, wenn man wollte. Ich denke, dass man durchaus Chancen hat, es nachzuweisen, wo das Öl herkommt. Ich glaube aber, dass es schwer wird, nach einem Ship-to-Ship-Transfer nachzuweisen, wo das Öl ursprünglich hergekommen ist. Erstens, es bleibt ja in der Regel nicht dabei, dass nur Öl von einem Schiff zum anderen gepumpt wird, sondern es wird teilweise vermischt mit anderen Ölsorten. Teilweise wird es dann weiter transferiert, schon wieder zu einem anderen Schiff, zu einem anderen Schiff. Ich glaube, es wird mit jedem Transfer immer schwieriger, diesen Nachweis zu erbringen. Mit Blick auf Griechenland ist mir bis jetzt ein Fall bekannt, in dem das Ganze sogar strafrechtliche Relevanz hatte. Und das war ausgerechnet Albanien, die ein Schiff an die Kette genommen haben, weil es aus Kalamata kam, nachdem es an einem Ship-to-Ship-Transfer, nach einem Ship-to-Ship-Transfer teilgenommen hat. Das ist das, was mich ehrlich gesagt wirklich wundert, dass es eigentlich nicht wirklich verfolgt wird. Zumindest ist es mein Eindruck.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Warum greifen eigentlich die USA und auch Europa nicht ein? Also man will ja immer schärfere Sanktionen haben, wenn also Russland dieses Embargo umgeht. Würde denn möglicherweise ohne russisches Öl am Weltmarkt der Ölpreis weiter steigen? Vielleicht steckt das auch dahinter. Das ist ich glaube sogar eigentlich die Absicht, also nicht die Ship-to-Ship-Transfers sind die Absicht, sondern ich glaube, dass der Westen durchaus ein Interesse hat, dass weiterhin russisches Öl auf den Weltmarkt kommt, um den Markt zu stabilisieren. Ich glaube, dass das eines der Probleme ist, dass man sich einräumen musste, dass ohne russischem Öl man in so einen Energiekrisenmodus schalten müsste. Und um das zu verhindern, hat man dann letzten Endes gesagt, es geht uns gar nicht mehr darum, dass gar kein Öl, russisches Öl auf den Weltmarkt kommt, sondern wir wollen, dass Russland so wenig wie möglich daran verdient. Und über den Weg kam man dann letzten Endes zu diesem Preisdeckel von 60 Dollar pro Barrel. Ich glaube, dass der Westen da einen Spagat unternimmt, der letzten Endes Russland noch die Möglichkeit gibt, am Öl zu verdienen. Also zu dem Ölpreisdeckel muss man ja dazu sagen, da wurde auch lange gerungen. Den wollte man ja auch bei 30 Dollar pro Barrel festsetzen. Also gerade mal die Herstellungskosten sollte Russland abdecken können. Aber die Folgen waren dann doch wohl unabsehbar. Jetzt haben wir viel über das Rohöl gesprochen, aber es gibt wahrscheinlich auch noch ein weiteres Problem, nämlich das Problem der Ölprodukte. Ja, da beim Thema Ölprodukte sieht die Öffentlichkeit weniger hin als beim Rohöl selbst. Wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, dass natürlich beispielsweise nach Indien wahnsinnig viel Öl, russisches Öl transportiert wird, wahnsinnig viel russisches Öl in Raffinerien landet. Raffinerien, die nicht nur für den indischen Markt Öl produziert, sondern eben auch für den europäischen Markt. So, und es gibt Experten, die sprechen heute schon von einem, von einer Ölwaschanlage auf Deutsch gesprochen, die das Land darstellt, weil dort eben russisches Öl reingeht und letzten Endes Ölprodukte rauskommen, wie Treibstoffe, von denen niemand so richtig weiß, sind die jetzt aus russischem Öl produziert oder aus anderem Öl hergestellt und letztlich auf dem europäischen Markt ankommen? Das ist eine Riesenlücke in diesem Sanktionsapparat. Und dann steht natürlich die Frage, welchen Sinn machen dann überhaupt Sanktionen? Ich muss trotzdem noch mal auf die Tanker zurückkommen von dieser Schattenflotte. Die sind ja, Sie hatten es schon angesprochen, sehr, sehr alt. Wie groß ist eigentlich das Risiko, dass so ein alter Tanker auch mal auseinanderbricht? Also vor einigen Wochen haben wir erst gesehen, dass vor der Ostseeinsel Rügen ein Tanker mit einem Maschinendefekt lag, der zuvor in einem der russischen Häfen angelegt hat und voll war mit Öl. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, das ist ja kein fiktives Risiko, dass so ein Tanker auseinanderbricht, zumal niemand genau sagen kann, wie sicher diese Tanker sind. Es gibt viele, gerade der Schattenflotte, wo nicht mal klar ist, ob die wirklich versichert sind. Und wenn man sich das vor seinem geistigen Auge einfach vorstellt, was das für dramatische Auswirkungen allein für die Ostseeanrainerstaaten hätte, wenn einer dieser Schiffe ein Leck hat, zerbricht, aufläuft, dann ist das alles gar nicht mehr so fiktiv, dass so etwas eintreten kann. Wenn Sie sagen, so eine Schiffe sind gar nicht versichert, ich meine, Sie sind wahrscheinlich mit dieser Frage auch komplett überfordert, aber wer trägt dann die Kosten von so einer Ölkatastrophe? Eigentlich dann die Anrainerländer oder kann man dann irgendjemand verantwortlich machen? Also meines Wissens ist die Haftungsfrage dann eben eine, die sehr kompliziert zu lösen ist. Es ist halt, am Ende werden es dann die Anrainerstaaten bezahlen müssen.
und wird dann letzten Endes ja von den Geschädigten geschultert werden müssen. Sie haben jetzt recherchiert zu der Schattenflotte und wie auch Russland die Sanktionen umgehen kann. Ich muss Sie jetzt fragen, hinter Ihnen, wo sind Sie eigentlich? Sind das weitere Recherchekisten, wo Sie schon weiteres Material haben, dem Sie auf der Spur sind? Ja, nee, da sind auch, das ist alles, was abgeheftet ist und letztlich zumindest noch so wertvoll ist, dass man es aufhebt, aber im Wesentlichen abgeschlossen ist und möglicherweise auch mal wieder aus dem Archiv geholt wird, wenn wieder was passiert. Ich bin im Büro in Leipzig und hier ist mein Arbeitsplatz. Haben Sie weitere Recherchen vor in diesen Sachen, möglicherweise zu den Ölprodukten jetzt, oder diese Geschichte möglicherweise weiter voranzutreiben? Mich würden schon die Ölprodukte sehr interessieren, aber das ist alles noch ein bisschen zu früh, um jetzt darüber zu reden, öffentlich. Also das ist, ich finde, ein sehr lohnenswertes Thema und ja, mich würde schon reizen, dort mehr Aufschluss zu bekommen. Wie läuft das ab? Lässt sich das nachweisen? Das sind jetzt sozusagen, das sind ja auch nicht nur Mutmaßungen, sondern es sind halt Hinweise, die man beispielsweise von NGOs bekommt, dass dort letzten Endes russisches Öl verarbeitet wird, was dann in Form von Ölprodukten auf den, ja, auch in westliche Märkte gelangt, also auch nach Deutschland. Gab es eigentlich auf Ihre Reportagen irgendwelche Reaktionen aus der Politik? Die müssten doch interessiert sein, dass die Sanktionen gegen Russland auch wirken. Interessant war, dass in Griechenland relativ wenig Reaktionen kamen. Dort sind es vor allen Dingen die, ich sage jetzt mal so, die Menschen entlang der betroffenen Küstengebieten, wo es sehr viele Reaktionen gab. Es gab, da leben ja, das ist ja auch ein, sagen wir mal, ein Naturparadies. Da gibt es deutsche Rentner, die dort leben, unter anderem, die einem dann Fotos schicken und wo man dann sehen kann, Mensch, das läuft nach wie vor, wo man fast wirklich fast jede Woche Fotos bekommt, die Tanker zeigen beim STS. In der deutschen Politik war es Herr Giesewetter, der auf das Thema eingestiegen ist. Der hatte, glaube ich, im Juli war es, eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung zu den STS. Die Antwort der Bundesregierung war jetzt nicht so wahnsinnig befriedigend. Sie verwies im Prinzip darauf, dass ja nochmal die Sanktionen verschärft worden sind, auch mit Blick auf die Ship-to-Ship-Transfers. Das waren so die Reaktionen, die wir bekommen haben. Aber wie gesagt, was ich interessant fand, war eben vor allem die Reaktion aus Griechenland von Naturschützern, von Leuten, die unmittelbar auch wissen, was es bedeutet, wenn so etwas eintritt, so eine Katastrophe eintreten könnte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einblicke. Und wir wünschen Ihnen natürlich gutes Gelingen für alle weiteren Recherchen und sind auf Ihre Reportagen sehr gespannt. Das war der Investigativjournalist Arndt Ginzel, wie Russland die Sanktionen umgeht. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.